Ja, hallo und willkommen zu einem nicht ganz neuen Stream, weil ich das Spiel auf im normalen Schwierigkeitsgrad schon mal von der Story her durchgespielt habe. Aber für alle, die Entzugserscheinungen haben, jetzt nochmal ein Durchlauf. Mal sehen, wie weit ich kommen werde. Ich werde es jetzt mal auf ultra schwer spielen, einfach um so ein bisschen bei den Kämpfen und so jetzt mehr die Herausforderung zu haben und doch tatsächlich ein bisschen, dass es ein bisschen fordernder ist, was die Crafting-Sachen und so weiter angeht. Genau, dann fangen wir aber. Genau, jetzt muss ich einmal nochmal gucken hier bei den Einstellungen. Fangen wir aber mal an mit dem Intro-Video, weil das gehört dazu. Was denn jetzt? Ist dir zu kalt? Wir können nicht hier bleiben. Wir beide müssen heute ein Ritual durchführen. Hier. Trag das. Es gehörte meiner Tochter. Gut. Heute werde ich deinen Namen nennen. Doch nennt die Göttin ihn ebenfalls. Eigentlich würde deine Mutter das übernehmen, wenn du eine hättest. Das ganze Dorf wäre anwesend. Matriarchen vollziehen das Ritual. Aber wir sind Ausgestoßene. Doch trotzdem ehren wir die Stammesrituale. Ansonsten werden wir noch wie die ungläubigen Alten, die sich von der Göttin abgewandt haben. Doch ihr Unglaube war ihr Untergang. Für uns bleibt jetzt die Herrlichkeit der Schöpfung. Bestien in Luft, Wasser, Erde und Stahl. Die Jagd auf ein Tier ist eine Sache. Ganz anders als die auf Maschinen. Man braucht Demut und Respekt vor ihrer Macht. Ich bringe dir das bei. Eines Tages. Mutter Tirsa, warum ist sie hier? Will sie das Ritual verbieten? Nein, 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 nicht hinknien. Es ist fast soweit. Und so ist es. Du darfst mich anreden. Kommt ihr die Namensgebung segnen? Haben wir sie euch nicht vor 6 Monaten anvertraut? Aber wir sind Ausgestoßene. Aus freien Stücken. Doch sie... Nun... Ich bin Erzmutter Rost. Ich segne, wen ich bestimme. Dann ehrt ihr uns. Ja, ja, jetzt geh schon. Sei für die Verkündung bereit. Los! Urmutter, dieses Kind muss einen Namen verliehen bekommen, auf das deine Liebe ihr Leben wärmt, wie die aufgehende Sonne die gesamte Erde. Sprich ihren Namen! Aloy! Aloy!
so ist ihr Name gesegnet. Aufhören, sofort! Was hast du getan? Die Namensgebung eines Kindes gesegnet. Störrisches Weib, diese Plage nennst du ein Kind? Was hat sie über ihre Geburt gesagt, Aussätziger? Antworte! Ich tat nur, wie ihr mir befohlen habt. Sie aufzuziehen, ja. Von Liebe war nie die Rede. Genug. Und du, ihren Namen zu segnen, als wäre sie eine der nur Pflicht. Eine des Stammes. Auch dir gegenüber. Ich bin hier. Und wo du auch hingehst, ich folge dir. Da sind wir wieder. Also, ich werde mal neues. Also, ich werde nicht dieses neue Spiel Plus machen, weil das finde ich auch ein bisschen bescheuert, dass man mit seinen ganzen Skills und so anfängt. So einen Luschen-Modus wollen wir dann auch nicht spielen. Also, nehmen wir mal den Ultraschwer neu. Ich muss gleich nochmal gucken. Das hätte ich jetzt mal eben vorher nochmal machen sollen. Dass ich die Untertitel nochmal wieder einstelle und so. Die hatte ich irgendwie zwischenzeitlich mal deaktiviert. Ist jetzt vielleicht für den Ton nicht so wichtig, aber man sieht öfter mal tatsächlich auch nochmal die Namen von den Leuten, die gerade sprechen. Was es vielleicht ein bisschen einfacher macht, sich die zu merken. Wobei Namensgedächtnis ja eh immer so ein bisschen eine tricky Angelegenheit ist. Also ich werde es ultra schwer spielen. Ich werde auch versuchen, mal tatsächlich das Gelände mehr abzulaufen, dass ich nicht irgendwelche Aufzeichnungen verpasst oder so, weil es gab ja einige von diesen scannbaren, also Texten und Audioaufzeichnungen so, die ich irgendwie nicht gefunden habe. Ich bin aber auch nicht bei allen Lagerfeuern gewesen, deswegen gibt es vielleicht auch tatsächlich nochmal so den einen oder anderen Nebenquest, den ich noch hätte machen können, eventuell. Das heißt, hier werde ich jetzt auf jeden Fall mal das Gelände ein bisschen sorgsamer ablaufen, was vielleicht auch nicht so ganz verkehrt ist, weil man dann auch ein bisschen mehr tatsächlich leveln kann nebenher. Weil zu schnell hier voranzuschreiten vielleicht auch nicht so gut ist. Bevor es direkt weitergeht, Brotkrümel-Navigation, Wegpunkte, Cut immer an, na gut, das können wir eigentlich so lassen. Die Geschichten können wir auch, können wir auch so lassen. Ton müsste eigentlich soweit noch passen. Ich glaube, der ist ein bisschen lauter jetzt, der Game-Ton, als er bei dem anderen Let's Play war. Aber schauen wir mal. Genau. Ansonsten haben wir alles. Aloy! Aloy! Lauter Bären. Ein geschickter kleiner Sammler bist du, Bast. Nun geh, vielleicht findest du noch mehr, hm? Wirklich toll, gut gemacht. Kinder, kommt mit mir. Die Ausgestoßene ist zu meiden. Ich meine, dass sie das bei Erwachsenen machen und so, ist ja eine Sache, aber dass die auch Kinder dann so einfach ausgrenzen, das ist schon arg. Komm schon. Ah!
Ja, der Bast, der mag ein geschickter Sammler sein, aber er ist, wie wir wissen, auch ein Arsch. Aber gut. Tatsächlich mal ausprobiere, weil ich mich das beim ersten Durchspiel mal gefragt habe, also bei dem anderen Let's Play. Jetzt warte ich mal einen Moment, jetzt gehe ich nämlich nochmal zurück und gucke nach oben und ob dann wirklich dieser Spruch mit dem, da geht's nicht raus oder was auch immer das für ein Spruch war, ob der wirklich getriggert. Klettern geht nicht. Tatsächlich, es wird echt getriggert, wenn man... Hier unten sind Ratten. Cool, es wird echt getriggert, dadurch, dass man in die Richtung guckt. Ist ja witzig. Okay. Okay, ich habe noch keine Karte. Da geht's weiter rein. Jetzt müssen wir gerade gucken, weil es hier zwei Wege gibt. Weil ich wollte ja ein bisschen vollständig ablaufen, deswegen will ich jetzt hier auch keine Seitenhöhle irgendwie verpassen. Ziemlich eng. Ah, okay. Aber ich passe durch. Der gleiche Weg. Ja. Okay. Hier zwitschert ein Vogel. Das ist mir beim ersten Mal auch nicht aufgefallen. Der ist hier irgendwo in der Höhle, oder was? Man sieht ihn aber nicht. Aber das kommt von draußen. Ja, das kommt weiter oben von draußen. Schade, sie war kein Vogel hier. Oh, richtig. Ich habe leider wegen Last of Us, wo das genau andersrum war mit der... Das muss eine Ruine der Metallwelt sein. Inhop-Taste muss ich mir erstmal eine der probieren. Alten Orte. Okay, außer Ratten gibt es hier nichts. Aber wir können ja auch sowieso noch keine Aufzeichnung finden, weil wir die ja noch gar nicht scannen können. Also kann hier ja eigentlich auch noch nichts sein. Ross sagt, ich soll nicht an solche Orte gehen. Aber er ist nicht hier. Ganz schön aufmüpfig, hä? Ja, da ich es ja schon mal Let's Played habe, werde ich jetzt auch nicht mal alles irgendwie kommentieren oder so. Was so Story angeht und bestimmte Sachen zur Story oder so. Da empfiehlt sich ja dann das andere Let's Play, das ist dann vielleicht auch nicht so... Also es zieht sich dann vielleicht auch nicht so hin, weil ich da ein bisschen schneller vorankomme, je nachdem wie schwierig das jetzt hier wird mit den Kämpfen. Da haben wir schon die erste Metallblume, da kommen wir noch nicht hin. Okay, weiter geht's. Jetzt gehe ich mal, wenn ich jetzt langsam die Treppe hochgehe... Nee, da macht sie trotzdem diese Klettern auf allen Vieren Bewegung. Das machen sie tatsächlich immer, wie es aussieht. Da vorne ist irgendwas. Was ist das? Ein Toter! Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was genau das hier dann für eine Basis war. Vielleicht war das einfach nur irgendeine 0815 Militärbasis. Da ist doch etwas. Die Leiche ist aber auch gut erhalten dafür, dass die hier so mitten im Nichts rumliegt und das dann 900 Jahre oder so her sind.
Wie macht es das? Okay, also ich sehe gerade, es ist tatsächlich ein bisschen laut vom Ton. Ich bin noch nicht ganz... ja, da wollte ich mich hin. Oh. Falsche Taste, so. Gehen wir mal hier ein paar Stufen runter. Ich bin noch nicht so sicher, ob ich das wirklich in dem anderen Let's Play auf 100% hatte. Oder ob er das jetzt auf 100% gesetzt hat, weil es ein neuer Durchlauf ist. Schauen wir mal, wie es jetzt aussieht mit dem Pegel. Eine Metalltür. Verschlossen. Vielleicht komme ich ja mit dem Gerät hier raus. Stromstatus aus. Ich frage mich aber, woher sie weiß, dass es verschlossen ist, weil sie hat es noch gar nicht probiert und da das Gerät. Ist was. Es hängt mit der Tür zusammen. Sagt eigentlich auch nur Stromstatus aus und nicht verschlossen oder so. Kann sie eigentlich nicht wissen, bevor sie es probiert hat. Okay. Ach, guck mal hier, alte Klamotten, Bücher. Und hier irgendwo was rum, auch nicht. Und Pharaoh hier. Einmal, zweimal. Ein Farbwechsel. Was tatsächlich auch sehr sinnvoll ist, ist, dass es dass halt später noch der Zeitsprung kommt und sie halt wirklich sehr viel Zeit hat, sich an den Fokus zu gewöhnen. Manchmal hat man das ja, dass irgendwie in irgendeiner Story Protagonisten irgendwas finden, irgendein Gerät oder so ein Alien-Gerät und irgendwie... Ein Farbwechsel an der Tür. Irgendwie quasi einen Ingame-Tag später, wenn man so will, für den Charakter, beherrschte das dann Ding dann schon, als hätte das irgendwie... schon immer gehabt. Geschafft. Was ja dann mehr Sinn macht, wenn man tatsächlich erstmal jahrelang damit rumgespielt hat und so nach und nach rausgekriegt hat, wie alles funktioniert. Direktorin Evans. Direktor Evans, Einmeldung vom USRC. Black Quartz verschlüsselt. Ich habe die Nachricht auf das Holoraster geroutet. Zum Betrachten. So, Datenpunkt. Okay, da ist aber auch nichts dabei. Okay. Weil manche haben ja so Text dabei. Jetzt mal ein bisschen mehr drauf achten bei den Einblendungen, welche davon welche mit Text sind. Okay, das ist auch alles noch ein Weg. Noch eine Leiche. Meinst du, mir gefällt das? Es geht nicht besser. Er ist direkt hinter dir. Hi. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Schau, Daddy kann nicht bei dir und Mom sein, aber wir können trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Zeig's mir nochmal. Nicht besser. Direkt hinter dir. Hi. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Schau, Daddy kann nicht bei dir und Mom sein, aber wir können trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Okay.
Und das ist natürlich für sie jetzt halt, die ja eigentlich keine Familie hat. Ich meine, außer Rost, aber... halt nicht ihre gebürtige Familie, dann auch ein besonderes Ding, so eine Aufzeichnung zu finden als erstes Jahr. Okay. Habe ich jetzt eigentlich, genau, jetzt habe ich auch die Map, weil jetzt... ich bin von unten gekommen, das heißt rechts erstmal in die Sackgasse. Weil ich aber glaube, auch in meinem anderen Durchlauf hier hatte ich eigentlich alles gefunden gehabt. 1. Januar 2066. Na, schönes neues Jahr, liebes Tagebuch. Kannst du glauben, dass wir gestern Abend gefeiert haben? Haben wir aber, gewissermaßen. Direktor Evans lud uns alle in den Gemeinschaftsraum ein. Weiß nicht, wo sie die bunten Hüte her hatte. Das war einfach nur makaber. Da sitzen wir also, warten, bis die Uhr Mitternacht erreicht. Und ich denke mir, versteht außer mir niemand die Symbolik? Vielleicht, wenn Skylar sich wieder betrunken hätte, aber den Fehler mit mir scheint sie nicht wiederholen zu wollen. Ich meine, gut, die sind in irgendwelchem Kalkstein konserviert. Das mag eher noch sinnvoll sein. Wobei andererseits natürlich, wenn... das ist ja die Frage, wenn alles Leben vernichtet ist, gibt es ja doch keine Bakterien, die irgendwas zersetzen und so, ne? Man weiß es nicht. Jetzt habe ich nicht gestartet. Sie haben sich im Gemeinschaftsraum aufgestellt. Wie Vieh im Schlachthaus. Aber sie haben sich angelächelt. Jana teilt Medikamente aus, als ob das Leben ein Schmerz sei, der verschwinden muss. Tja, ich nicht. Ich will nicht verstummen. Ich will nicht verhallen. Am Ende meines Lebens soll ein Punkt stehen. Keine Klammer. Nein, ein Ausrufezeichen. Also, wenn das hier jemanden aufregt. Pech gehabt. Ich schulde niemandem mehr. Irgendetwas. Ja, da sind wir auch wieder bei dem Punkt irgendwie, warum der sich jetzt dann erschossen hat, aber na gut. Da geht's warum weiter. Warum sind sie hier gestorben? Was ich ist meine, passiert? Ernsthaft unsere Gedanken für die Nachwelt erhalten? Tolle Idee, Direktor Evans. Habe ich nicht schon genug für die Nachwelt getan? Wäre ich denn hier? So, wenn es nicht für die Nachwelt wäre? Ich bin fertig mit der Nachwelt. Die Nachwelt. Die Erde wird sich bald auflösen. Wie Schnee. Die Sonne aufhören zu scheinen. Doch Gott. Der mich nach hier unten rief. Der komische Singsang ist schon ein bisschen, hört, weiß ich nicht, strange. Mich heil sein. Und vielleicht ist das alles, was ich brauche, weißt du? Als die Tür sich geöffnet hat und du da gestanden hast, in diesen Retro-Klamotten und mit diesem Lächeln. Wegschauen, sonst hättest du es gesehen. An meinem Gesicht. Das, was gerade in mir erblüht war, verstehst du? Es war nur eine Sekunde, aber ich wusste es. Ich wusste, wir wären für immer. Und Machu Picchu. Das wollte ich schon immer mal sehen. Hat nie geklappt. Warum habe ich Owen damals nicht begleitet? Blöd. Ich hätte mitgehen sollen. Tja. Jetzt ist zu spät. Und bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unserer Schuld. Sachen, die am wichtigsten sind, sollte man vielleicht nicht aufschieben. Tut mir leid.
Medikamente, die Chana uns gegeben hat, sind echt stark. So, okay. Nochmal von vorne, Kinder. Gegrüßet seist du, Maria. Okay, das sieht ja schon mal recht vollständig aus. Es sind aber auch jedes Mal nur die, ja, nur die Audiospuren. Er ist da. Rust hat mich gefunden. Hier unten. Ich komme. Okay, ich komme. Mal gucken, ob man an der Tür irgendwie ein Schloss hat, was man vielleicht noch aufmachen kann oder so, aber nein. Urmutter sei Dank. Komm, Kind, nimm meine Hand. Das ist kein Ort für dich. Komm hoch. Ja. Solche Orte sind verboten, Aloy. Bin reingefallen. Sie gehören zur Metallwelt. Was hast du da am Ohr? Nichts. War das da unten? Nein. Los, gib es mir. Nein. Aloy, solche Dinge sind gefährlich. Nein! Na, wenn du ganz allein von zu Hause wegläufst, wirst du lernen müssen, wie du in der Wildnis überlebst. Komm, Aloy, nach Hause. Und ab morgen wirst du lernen zu jagen. Ist dann auch so cool von ihm, ja, dass er halt erkannt hat, wie wichtig es ihr ist und es ihr dann halt doch gelassen hat. Obwohl es ja eigentlich, er ist ja schon sehr, also er folgt ja schon sehr stark den Regeln, ja. Und dass er dafür sie tatsächlich eine Ausnahme macht und sie das behalten lässt, weil er gemerkt hat, wie wichtig ihr das Teil ist und so, spricht tatsächlich auch für ihn, ne? Dass er quasi sogar das Wohlergehen von ihr über die Regeln setzt, an die er sich ja sonst eigentlich penibel hält. Nimm deinen Bogen. Also er weiß schon, wann es dumm ist, einfach blind Regeln zu folgen. Und kein Murmeln ins Spielzeug. Das wäre schon an der einen oder anderen Stelle später auch nochmal so. Komm mit. Die Wildnis kann gefährlich sein, Aloy. Du musst bei mir bleiben und tun, was ich sage. Ich weiß. Du bist immer noch zerschrammt vom Sturz gestern. Fangen wir damit an. Nimm diesen Medizinbeutel. Ich zeig dir, wie man ihn füllt. Siehst du die Pflanze hier drüben? Das ist ein Salbestrauch. Sammle seine Beeren in deinen Beutel. Gut. Jetzt isst die Beeren. Sie schmecken vielleicht bitter, aber sie können dein Leben retten. In deinem Beutel sollten immer heilende Beeren, Blumen und Pflanzen sein. Wo sind wir? Dieses Tal ist nur ein Teil von Urmutters Becken. Becken? Der Nora-Stamm hält hier Wache und wehrt die gefährlichsten Maschinen ab. Normalerweise. Außer zu den Zeiten, wo man Zeitkräfte kriegt. Ich werde dir zeigen, wie man jagt. Da macht man selbst. Sind sie gefährlich? Alle Maschinen sind gefährlich. Man muss ihre Kraft respektieren. Aber ich bin bei dir. Das heißt, sie sind übergefährlich, wenn sie dich als Bedrohung ansehen, ne? Aloy, eine Maschine kommt. Runter und folge mir in das hohe Gras. Bleib jetzt unten. Babys. Nein, Aloy. Solche Maschinen nennt man Wächter. Du musst ihrem Blick ausweichen, wenn du in der Wildnis überleben willst. Ich zeig's dir. Hör gut zu und tu, was ich tue.
Halt still. Lass sie vorbeigehen. Er ist aber gar nicht im Gras. Ich sag's ja nur, ne? Geduckt. Und folge mir über den Pfad ins hohe Gras. Oh, noch einer. Lass ihn vorbei. Ach, Wächter, wie niedlich. Komm, hier lang zurück. Je langsamer du dich bewegst, desto leiser bist du. Und geducktes Gehen ist leiser als aufrechtes. Warte auf ihn. Ich bin wieder dran gewöhnt, dass die Tasten jetzt wieder anders sind. Sie haben dich nicht bemerkt. Bleib bei mir. Die Herde müsste vor uns sein. Wer ist das? Ignoriere ihn. Warum ist er da oben? Trainieren. Anscheinend. Er lächelt uns zu. Tap! Komm nach Hause zurück! Tap! Der Tap. Ignoriere ihn. Wir sind Ausgestoßene. Er ist vom Stamm. Vielleicht mag er den Stamm nicht. Dann ist er ein Narr. Komm jetzt. Suchen wir die Herde. Folgt mir. Ich frage mich auch, wenn die so random Leuten begegnen, woher wissen die Leute, denen sie begegnen, eigentlich, dass sie Ausgestoßene sind? Ich meine, gut, wenn die jetzt aus dem Dorf hier in der Nähe sind und so, dann kennen sie die vielleicht persönlich und wissen, wie sie aussehen, aber gerade wenn man jetzt ein Stückchen rumwandert und in irgendein anderes Dorf kommt und so, frage ich mich schon, woher die das dann wissen wollen, weil so wenige sind es jetzt hier auch nicht im Nora-Stamm, dass die sich alle kennen in allen Dörfern vielleicht. Ha! Rennt! Warum hast du sie verjagt? Um dir zu zeigen, dass manche Maschinen aufgeschreckt wegrennen, wenn sie dich sehen. Man muss sich ihnen heimlich nähern. Keine Sorge, wir holen sie weiter unten im Tal wieder ein. Du wirst sehen. Und jetzt möchte ich, dass du eine Handvoll Steine sammelst. Warum? Tu, was ich sage, Aloy, und sammle die Steine. Ich zeige dir, wie man sie benutzt. Die reichen. Folgt mir. Spricht aber auch für sie, dass sie tatsächlich nicht bei irgendwelchem Kram auch wirklich nachfragt, warum und so. Also, das ist A, dass sie den Willen hat, Dinge auch zu verstehen. Und nicht einfach nur irgendwie alles macht und B halt auch Sachen hinterfragt, die irgendwie andere Sachen machen und nicht einfach nur blind irgendeinen Schwachsinn glaubt oder macht oder so. Was man ja von anderen nicht sagen kann hier im Dorf und so, die alle irgendwie blind irgendwelchen komischen Regeln folgen mit hier geht nicht in die geht nicht in die Metallstädte. Du hast mir gesagt, mein Medizinbeutel soll immer voll sein und noch ist er nicht voll, also muss ich hier Sachen sammeln. Schneller kann ich auch noch gar nicht. Aloy, hier drüben. Ist hier noch irgendwer zum Sammeln? Nee. Hör auf zu trödeln. Ja, doch, alter Stresser. Da ist die Herde. Okay, werfen wir ein paar Steine. Aber Steine tun Maschinen nichts, oder? Ja, stimmt. Nein, genau, als den Fokus gefunden hat, der mit dem, wie macht es das und so irgendwie. Wie der Wächter da drüben, der muss da weg, sonst warnte die Herde und sie fliegt, bevor wir in Reichweite sind. Tatsächlich verstehen wollen. Er warnt sie. Was schon mal eine ziemlich gute Eigenschaft ist. Die Maschinen kommunizieren, Aloy, wenn man sie nicht zum Schweigen bringt. Du bleibst hier an der Kante. Auf mein Signal wirfst du Steine und lockst den Wächter zu mir.
Warte auf mein Signal. Zeigen hier, wo ist Gras? Ne, hier. Aloy, wirf einen Stein zu mir. Oh, er beherrscht den stillen Schlag. So, komm, jetzt ist es sicher. Stöcke? Noch habe ich ja nicht 680 im Inventar, wie am Ende des normalen Durchlaufs. Dass es eher das Inventar verkleistert, als dass es hilft. Aber kann man erstmal gar nicht genug haben. Plündere die Beute und ich zeig dir, wie man Pfeile macht. Den Stein wieder aufheben. Nichts verkommen lassen hier. Metallscherben 4 Stück und ein Draht. Nimm die Zweige als Schaft und Metallscherben als Pfeilspitzen. Gut. Dir wird es nie an Pfeilen mangeln, wenn du und der Kinderbogen, so niedlich. Probieren wir sie mal aus. Folgt mir. Oh, da bin ich ein bisschen voreilig vorgeprescht. Aloy, sie haben dich gehört. Sei diesmal nicht so laut. Ja, Entschuldigung, habe ich nicht dran gedacht. Probieren wir sie mal aus. Folgt mir. Ja, was? Hier, duck dich ins Gras und sei leise. Aber wenn einer von zweien schon tot ist... Ach nee, da ist noch der zweite. Schade. Wollte ich gerade sagen, dann greift mich wenigstens einer an, wenn ich einen trigger. Zeit für deine erste Beute, Aloy. Ein Läufer. Schwächere Maschine, aber auch schwache Maschinen können Jäger töten, wenn sie nachlässig sind. Du musst deine Beute kennen. Ihre Haut ist dick, aber sie haben auch einige Schwachstellen. Wie die Augen. Kennst du noch eine? Der Behälter auf seinem Rücken. Ein Schwachpunkt? Ja. Woher weißt du das? Das Gerät. Das Gerät weiß es. So, jetzt werde ich aber einmal noch die Musik ein bisschen leiser machen. Dass die sich nicht so über die Sprache legt. Und ich wollte noch mal gucken, dass ich die Empfindlichkeit ein Stückchen runternehme, weil es beim Zielen schon ein bisschen... Das Spielzeug. Wohl kaum. Jetzt erledige den Läufer. Zieh aufs Auge oder auf den Behälter. Na, mal sehen, ob das besser roll aus dem Weg, wenn er klappt. Angreift. Guter Schuss! Nein. Nochmal! Ja. Gut, nochmal! Weiter feuern! Gut, gut! Auf ihn! Blende ihn, Aloy! Gut, auf ihn! Gut, auf ihn! Oh, ist down. Weiter feuern! Auf ihn. Ich bin doch ein bisschen langsam, bin ich ein bisschen schneller gewohnt. Andererseits ist es beim Zielen. Weiter feuern! Gut, gut, gut! Nochmal! Gut, gut, gut! Treffer! Weiter feuern! Ist ja ein Rapper oder was? So. Ja, wenn ich jetzt noch sehen würde. Zerstör sein Auge! Du
warst gut heute, aber du hast noch viel zu lernen. Lass uns gehen. Wir machen morgen weiter. Ich habe vor allem einen Haufen Pfeile verbraucht. Der Junge, der auf den Krieger fand. Komm, Aloy, schnell. Puh, erstmal wieder rangewöhnen hier ans Zielen. Weil er schon ziemlich klein ist, also für ihre Körpergröße könnte der Bogen ruhig ein bisschen größer sein können. Was ihn tatsächlich auch beherrschbarer macht, also wenn er ein bisschen größer ist und zu deiner Körpergröße passt, ist er ist halt vergeben, dein Bogen. Ja, dann kommt es bei kleinen Fehlern nicht so drauf an. Während je kleiner wird, gerade Reiterbögen oder sowas zum Beispiel auch, die auch klein sind, da muss man schon eine ziemlich gute Technik haben. Das verursacht man sich nur selbst Schmerzen, aber trifft nichts. Ich kann nichts tun. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Maschinen den Jungen sehen und töten. Wenn ich schieße, würde ich sie aufschrecken und sie würden ihn zertrampeln. Aber ich weiß, wo sie hinlaufen. Erzähl keine Märchen. Erzähl keinen Scheiß. Es stimmt, ich schleich mich durch. Das wirst du nicht. Okay, wenn er da hinten hingeht. Kann ich zu der nächsten Grasinsel da oben? Andererseits habe ich auch noch die Steine, fällt mir dabei ein. Jetzt könnte ich den da hinten vielleicht mal ablenken, dass ich den Richtung Wand gucken lasse. Bei dem da hinten muss ich aufpassen, dass der nicht zu mir guckt, wenn ich hier lang gehe. Probieren wir es einfach mal aus. Ich den da hinten hinwerf. Okay, den beeindruckt es nicht. Der andere guckt in die andere Richtung. Sie dürfen mich nicht sehen. Okay, da muss ich wieder warten, bis der in die andere Richtung geht. Den da hinten muss ich auf dem Schirm haben. Er ist total verwirrt. Hier war doch was, hier war doch was. Schnurrt da vor lauter Verzweiflung, weil er es nicht gefunden hat. Der guckt auch sehr interessiert in das Gras die ganze Zeit. Okay, die sollten mich eigentlich nicht bemerken. Ich weiß jetzt halt auch nicht genau, wie das bei dem Schwierigkeitsgrad ist mit... dem Detection Radius und so. Okay, die vorne ist sein Ende. Okay, der macht gar nichts mehr anscheinend. Können wir den noch mal ein bisschen ablenken? Der guckt nur woanders hin. Ja, ich bin aber auch gierig, deswegen wollte ich die Pflanze unbedingt haben. Okay. Der da hinten läuft weg. Da liegt der Tab. Der ist ein bisschen kritisch. Den muss ich irgendwie nach rechts ablenken.
ihmchen da hinten am besten auch nochmal. Der da steht immer noch rum, der kriegt sich gar nicht mehr ein. Okay, können wir einmal den ablenken. Was jetzt saudumm ist, dass ich werfe, während der gerade hier links ist. Kann ich jetzt eh nicht vorwärts gehen. Da mal weg. Ich muss sehen, wo sie hingehen. Fast geschafft. Okay, soweit so gut. Die gucken von mir weg. Der da hinten. Ja, der kommt gerade wieder. Okay, jetzt geht der weg. Da. Hol das Stöckchen. Ich hole auch das Stöckchen, nämlich das hier. Da ist er. Und da haben wir Tap. Easy. Dem Weg. Indem ich nicht laut spreche. Ich wollte gerade sagen, da hinten ist Ross. Da stand eben Tap. Aber hat er wahrscheinlich irgendwie Tap getriggert aus irgendeinem Grund. Eigentlich könnte ich jetzt... Hat er nicht gehört. Okay, das übersteigt seinen Horizont. Wie machst du das? Okay, aber jetzt nochmal. Hier nicht im falschen Moment umdreht. Und bist du stolz auf mich, Rost? Ich denke, das ist ein Ja. Also, ist es kein Spielzeug? Warte. Urmutter, beschütze sie. Beschütze euch beide. Sie... Junge! ...rettete mich. Ich wollte nur... Junge! Sei jetzt ruhig! Sie sind Ausgestoßene, beide. Und sie ist mutterlos. So wird man, wenn man Dinge nicht hinterfragt und nicht, Komm jetzt! ...interessiert Zurück ist. Nach Mutterherz. Und du? Der Junge hätte nicht mit uns reden dürfen. Das ist gegen das Gesetz. Gehen wir nach Hause. Komm mit. Ich kenne den Weg. Halt den Mund, Junge. Halt bitte den Mund, Junge. Halt den Mund, Junge. Halt bitte den Mund, Junge. Bitte. Ja. Bleib weg, nicht Mutter! Gott, kommt der sich geil vor, Edis. Kopf fallen lassen auf keinen Fall. Ich denke, wir nehmen wieder hier das Stein aus der Hand schlagen. Das ist schon das Vernünftige. Es ist nicht so aggro, dass man ihn irgendwie
Wenn ihr aber Kopf trifft, hey, das ist halt irgendwie gefährlich, aber man muss es sich auch nicht gefallen lassen. Wobei aber eigentlich ja was... nur wieder ausgleichen würden, schließlich wurden wir auch im Kopf getroffen. Lass mich mal sehen. Hier, halt still. Gleich. Warum? Warum bin ich ausgestoßen? Aloy, jetzt ist nicht die Zeit. Wer war meine Mutter? Aloy, ich hab's dir schon gesagt. Das dürfen wir nicht wissen. Du warst noch ein Säugling, als die Stammmütter dich zu mir brachten. Und die Stammmütter wissen es? Ach, so einfach ist das nicht. Aber sie wissen es. Aloy, wir sind Ausgestoßene. Aber wie werden sie damit rausrücken? Die Stammmütter? Das könnte vielleicht möglich sein. Also wie denn? Es wird gefährlich. Wie? Du müsstest viele Jahre üben. Ist mir doch egal. Wie funktioniert es? Sag es mir. Die Erprobung. Der Initiationsritus jedes Jahr. Die ihn bestehen, werden Krieger. Aber wer auch immer gewinnt, dem erfüllen die Stammmütter einen Wunsch. Ein Wunsch? Ja, was immer der Sieger sich wünscht. Dann mache ich es. Egal wie schwierig. Ich werde gewinnen. Verstehe. Dann lass uns anfangen. Dein Training wird sehr hart. Und es wird Jahre dauern. Trainieren? Ja, komm. Na, alter Mann, dann fangen wir an. Da hast du dir was vorgenommen. Sie hat auch jahrelang Zeit zu trainieren, wie man den Fokus bedient. Und was die ganzen Funktionen bedeuten. Insofern ist das schon relativ stimmig. Ziemlich cool gemacht, die Überblendung, ja, von der Zeit her. Wobei, wie ich das gerade so richtig gesehen habe, von den größten Verhältnissen haben die generell hier eine Vorliebe für Kurzbögen, habe ich den Eindruck. Wobei das bei ihr natürlich Sinn macht, wenn sie später Maschinen reiten kann und so, weil dann wäre ein längerer Bogen halt auch sehr unpraktisch, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Rost? Rost? Wo ist der? 2 Tage vor der Erprobung und er geht ohne mich weg? Das sieht ihm gar nicht ähnlich. Stufe 3. Es geht voran. Okay, also ich werde mal noch hier die Viecher umhauen, weil nämlich es gibt ein ein Achievement, wenn man alle von diesen
Dinger in einem Nora-Becken umhaut, die so verteilt über die Map stehen. Mal sehen, ob ich sie alle erwische. Diesmal. Pflanze. Da haben wir nochmal zwei. Okay, da gibt's nix. Einmal ein Quicksave. Ja, und auch das Sprinten muss ich mir auch umgewöhnen. Das war nämlich bei Last of Us auch anders. Das war dann nämlich auf der Taste hier. Die hier allerdings das Wheel öffnet. Aber ich denke mal, da komme ich relativ schnell wieder rein. Okay, also. Wie das Achievement heißt, weiß ich tatsächlich nicht. Müsste ich alles nochmal nachgucken. Aber vielleicht sehen wir das ja, wenn ich es bekomme. Wir wollten doch heute jagen gehen. Warum ist er nicht hier? Wohin ist er? Wohin ist er gegangen, wolltest du sagen? Und ich habe es abgewürgt. Aber. Genau, wir haben den Wächter und den Läufer kennengelernt. Und wir kennen die Pfeilpakete. Gesundheitstränke und Gelöt können wir alles noch nicht machen. Da brauche ich nämlich Fleisch. Genau, das heißt, ich sollte auch möglichst früh wahrscheinlich anfangen, auch kleinere Viecher zu erledigen. Was die Skills jetzt angeht, also, was ich auf jeden Fall will, ist stiller Schlag. Was tatsächlich auch gar nicht so verkehrt war, war diese mehrere Pfeile auflegen und auf jeden Fall, was ich relativ früh wahrscheinlich haben will, weil ich das dann öfter mal benutzen werde oder was es einfacher macht, ist das Entfernen von Erweiterungen. Allerdings ist am Anfang eine schnellere Heilung auf jeden Fall schon mal super. Jetzt gucke ich mal gerade. Zusätzliche Rohstoffe ist natürlich auch nicht verkehrt, das ist auch nicht so wichtig. Ach, und der Lockruf, genau. Der Lockruf ist nämlich sau wichtig in Verbindung mit dem stillen Schlag. Konzentration ist auch nicht verkehrt. Genau, also werde ich auf jeden Fall den stillen Schlag holen. Das spart nämlich einen Haufen Munition. Und damit ich den noch öfter mal anwenden kann, hole ich mir noch den Lockruf dazu. Das könnte man zwar auch vielleicht mit Steinen irgendwie versuchen, aber... So, und jetzt ist die Frage, jetzt könnte ich natürlich noch die schnellere Heilung. Was, glaube ich, nicht verkehrt ist. Ausbeuter, Bastler. Waffenspulen und Outfitgewebe können entfernt werden, genau. Da brauche ich nämlich Fallen entschärfen. Für Fallen entschärfen brauche ich Ausbeuter. Für Ausbeuter brauche ich Finder. Aber die Medizinbeutelkapazität, ich glaube, ich werde die beiden Sachen erst machen und dann sekundär hier den Pfad zu dem entfernen, weil die Heilungsgeschichten hier schon ziemlich wichtig sind. Gerade jetzt mit dem Schwierigkeitsgrad und es ist schon ein bisschen arg begrenzt mitunter mit den Heiltränken, wie viele man haben kann. Gerade jetzt, wenn man vielleicht auch ein bisschen mehr braucht, tatsächlich. Und da kann man, glaube ich, gar nicht früh genug Was macht die er hier Größe oben? Und Geschwindigkeit der Heilung über den Beutel verbessern. Er steht da einfach nur rum. Was ist mit ihm los? War da noch eine Puppe? Da geht's nämlich schon los. Man muss sie natürlich auch alle sehen, sonst wird das nix. Das ist mir tatsächlich schon mal aufgefallen. Die stehen dann irgendwie wieder, wenn man zurückkommt, aber die fallen dann einfach um, ohne dass man so umhauen muss. Das ist ein bisschen, das ist tatsächlich ein bisschen merkwürdig. Ah, die hier. So, haben wir die auch. Da war ich noch im Haus und drehe mich nach rechts und laufe hier runter und sehe es nicht. Hey, meine Güte. Die hatte ich ja auch erledigt. Genau. Okay, dann aber jetzt. Jetzt wollte ich wieder sprinten und nehme wieder die falsche Taste.
Ich meine mich zu erinnern, dass es 21 waren. Also irgendwie habe ich die 21 im Kopf. Und das waren jetzt 5. Dann müssten es noch 16 sein. Also es stand irgendwie mit Chief mit dabei, dass es 21 sind, meine ich. Aloy. Oder in der Beschreibung. Du bist hier. Gut, dass ich Spuren lesen kann. Was soll die Verzögerung? Ist irgendwie ein bisschen aggro. Ist alles in Ordnung? Haben wir beim letzten Mal gemacht. Nehmen wir mal gut, dass ich Spuren lesen kann. Das ist jetzt nicht wirklich unhöflich, aber man kann ihn ja mal ein bisschen... Als du sagtest, dass wir jagen gehen, war mir nicht klar, dass ich dich aufspüren soll. Ja. Wir müssen reden. Ich habe über dein Training nachgedacht, Aloy. Du kannst jagen, du kannst überleben. Aber ich fürchte, eine Lektion fehlt noch. Willst du sie jetzt lernen? Natürlich. Ich lerne alles, was du mir beibringst. Hier gab es kürzlich Ärger. Das gibt uns die Chance für diese Lektion, doch sie ist gefährlich. Sei vorbereitet. Oder du stirbst. Geh ins Becken hinab und jage, bis du die Teile für Feuerpfeile hast. Feuerpfeile? Von welcher Art Ärger sprechen wir hier? Wenn du die Teile hast, treffen wir uns hier, am Tor hinter dem Dorf Mutterherz. Das Nordtor? Am Rande der Umfassung? Ja. Mach dich auf den Weg. Ist sonst noch was mit dir? Nein. Mir geht's gut. Machst du dir Sorgen, was dann passiert? Nach der Erprobung? Was passiert, ist klar. Du wirst in den Stamm aufgenommen und ich bleibe ein Ausgestoßener, den man meidet. Ross, selbst wenn der Stamm mich aufnimmt, ich... Es gibt viel zu tun, Aloy. Wir reden später darüber. Okay. Soll ich noch irgendwas tun, wenn ich unten im Becken bin? Oh, die kauzige Grata könnte Nahrung brauchen. Besorg ihr eine Wochenration Fleisch, wenn du die Zeit dafür hast. Wäre schön, wenn sie mal Danke sagt. Ach, Grata folgt dem Gesetz. Ihr Schweigen ist etwas Ehrenhaftes und nichts anderes. Wenn du meinst... Ja, es liegt aber keine Ehre in Dingen, die sinnlos sind oder dumm sind. Insofern, weiß ich nicht, dass so ehrenhaft ist. Naja. Ich besorge die Teile, aber ich werde auch bei Cast vorbeischauen. Aloy, dieser Mann bricht das Gesetz, wenn er mit dir spricht. Und ich bin froh darüber. Ich will eine Stolperfalle und niemand sonst verkauft an Ausgestoßene. Dann solltest du sie auch laden. Du wirst sie heute Nacht brauchen können. Das klingt geheimnisvoll. Okay, wir sehen uns am Nordtor. Aber das Wort Ehre wird heutzutage eh viel zu inflationär gebraucht. Und so wie es gebraucht wird, hat man auch den Eindruck, dass 90% der Leute gar nicht wissen, was es wirklich bedeutet. Aber gut. Die kauzige Grata, Stufe 4. Das ist ja schon ziemlich hardcore. So, Rohstoffe. Haben wir irgendwas? Ah. Feuerbrennwurzel haben wir eine. Ganz großes Tennis. Wir lassen es ja richtig krachen hier, wa? Okay, da hinten gibt es noch einen Weg, aber da war mal eigentlich auch ein Quest. Wir haben hier Grata und hier haben wir Lohe und Scherben. Da oben ist das Dorf, genau, Mutterherz, wo nachher die Erprobung ist. Da brauchen wir jetzt erstmal noch nicht hingehen. Genau, dann folge ich erstmal dem Weg. Das macht schon mal Sinn. Und ich habe ja am Ende gelernt... Irgendwas macht ihm echt Sorgen. Wenn er glaubt, dass ich ihn verlasse, täuscht er sich. Dass es mit dem Runterstellen tatsächlich viel besser funktioniert, als mit dem Hinspringen. Oh, ein Vogelbart, hä? Ne, ist Asche drin. Eine niedergebrannte Fackel. So, dann können wir das Lagerfeuer direkt hier wieder zum Schnellspeichern nutzen. Noch nie habe ich dieses Tal hinter mir gelassen. Das wird sich nach der Erprobung ändern. 2 Tage. 2 Tage, bis ich Antworten bekomme.
2 Tage, dann weiß ich, wer sie war und warum ich nach der Geburt ausgestoßen wurde. Als ob es dafür eine Entschuldigung gäbe. Na gut, dann sammle ich mal die Teile für ein paar Feuerpfeile. Ich muss eine Herde suchen. Okay, das haben wir. Da können wir ja rechts mal durch das Tal gehen. Aber Holz findet man trotzdem 10 Stück. Also das scheint nicht, auf jeden Fall nicht deutlich weniger zu sein als im normalen Durchlauf, meine ich. Das Reihenholz hat man ja nur echt eher im Überfluss gehabt. Da ist wohl hier die Ausbeute auch nicht geringer, bloß weil es der härtere Schwierigkeitsgrad ist. Und eine hiervon. Oh, ich habe die Zeitlupe noch gar nicht. Ich muss erstmal wieder umgewöhnen. Ja, super. Weil es bei den Tieren mitunter mit dem Zielen dann schon... Ich glaube, die muss ich auch ziemlich schnell mal irgendwie... Oh, ich habe keine Scherben mehr, verdammt. Muss mit meinen Pfeilen aufpassen. Da geht es nämlich schon los. Der Ressourcenknappheit. Okay, dann suchen wir mal die Herde. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Nee, gönnen Sie uns keine Scherben aus dem Kadaver. Da geht der Weg hoch. Ach, das ist der, den wir runtergekommen wären. Okay. Mutterherz. Noch 2 Tage, dann weiß ich, wie es dort ist. So viele Leute, alle an einem Ort. Dort fühlt man sich bestimmt nie einsam. So, mal laut. So, also dem linken Weg folgen. So, jetzt muss ich schon mal langsam hier ein bisschen aufpassen. Der Mangel an Pfeilen tatsächlich gar nicht so ohne ist. Okay, der ist noch zu weit weg, um ihn anzulocken. Okay, da links über mir ist aber keiner. Okay, der rennt nur da hinten rum. Der rennt nach hinten weg. Der da rechts guckt halt in meine Richtung. Das ist halt auch nicht so gut. Das brauche ich vielleicht noch. Okay, 3. Also wenn der andere mal weggehen würde, könnte ich den einen daher locken. Ja, okay. Den anderen das nicht so mitkriegen. Das ist nämlich tatsächlich extrem effektive Art.
kommen die halt beide her. Hat er dich im Stich gelassen, ne? Ja, ist schon arschig, Freund. Geht da einfach weg und lässt dich hier sterben, wa? Okay, jetzt ist er gerade zu weit weg. Sehr schön. Oder auch nicht. Okay, da fehlt mir Lohe. Oh, Scherben habe ich auch kaum gekriegt. Hätte ich ihn einmal kurz ablenken, dass ich zu dem anderen Gras davor gelaufen komme. Stein geworfen, verdammt. Ich habe geswitcht. Das ist ja blöd, aber ich glaube, tatsächlich, wenn man die anpfeift, während die hier gelb sind, dann werden sie halt auch getriggert. Deswegen muss ich dann erstmal warten, bis sie wieder runterkommen. Okay, soweit, so gut. Tatsächlich Gold wert, der stille Schlag und das Ranpfeifen. Aber wenn ich jetzt überlege, ich hätte jetzt 20 Pfeile gehabt und irgendwie vielleicht noch eine Scherbe, dass ich nochmal 5 bauen kann oder so. Und gerade in so einem Kampf, wenn die auch mehr wegstecken, die Gegner, dann wird das nämlich schnell teuer und dann gehen aber auch schnell die Pfeile aus. Oh, was haben wir hier? Nichts. Okay. Okay, irgendwas grunzt da schon wieder im Hintergrund. Wie irgendwo ein Tier vielleicht. War das schon ein Läufer da hinten? Das ist aber auch auf der anderen Seite, wie es aussieht. Ja. Lohe von Läufern. Oh, ein Hase. Keiner gemerkt, ne? Alles cool. Oha. Haben mich schon direkt auf dem Schirm. Ich habe leider auch die Tarnrüstung nicht mehr. Die musste ich mir auch mal recht früh irgendwie wieder besorgen, weil die war echt ziemlich geil auch. Kann ich den einen irgendwie ablenken? Nein, ich kann aber alle anderen triggern. Alter. Jetzt passen die auf. Jetzt kann ich die auch nicht so ohne weiteres umhauen. Okay. Das sind jetzt halt zwei. Ich gehe ihn erstmal aus dem Weg. Der beruhigt sich auch nicht mehr da hinten. Der hat gerade gesagt, ich gehe nach Hause. Bock auf ein Bier. So. Okay, warum scheuen die Pferde? Ahnen die was? Okay, das waren schon mal die Wächter. Das ist schon mal von Vorteil.
Ja, jetzt kommt der andere natürlich auch, ist ja klar, ne? Genau, ich bin längst weg. Alter, was? Das geht nämlich verdammt schnell nach hinten los, wenn die einen erstmal treffen. Zweimal ins Auge getroffen. Sehr schön. Nicht schon wieder. Und ruckzuck ist der nämlich leer, der Heilungsbeutel, deswegen... Und ruckzuck ist auch der Pfeilbeutel leer, das ist fast noch schlimmer. Insofern ist es tatsächlich mit dem stillen Schlag richtig gut, wenn man damit diese Gefechte vermeiden kann. Spart einen Haufen Munition. Bis ich da nicht genug in Reserve habe. Oh, ich kann schon Feuerpfeile herstellen, das ist ja gut. Aber nur 10. Okay, was haben wir hier? Steine? Ja, okay. Wenn man sie nicht mehr hat, merkt man erstmal, wie geil das eigentlich war mit der Zeitlupe. Ich muss mal gucken, wo genau die geskillt war. Wenn das nicht zu viele Zwischenschritte erfordert, glaube ich, werde ich mir die auch nochmal relativ gut, dass ich das gefunden habe. Zeit nachholen. Auf jeden Fall werden die schon ziemlich früh getriggert mittlerweile. Es kann aber auch sein, dass ich verwöhnt bin von der Tarnrüstung aus dem anderen Durchlauf. Aber alle vier her, ey, als wüssten sie es, ne? Der bewegt sich auch nicht. Ich meine, gut, den kann man ja ausweichen. Ja. Wenn man natürlich in dem Moment hinspringt, wo er. Wo er um sich tritt. Oder ihn voll reinrennt. Und dann sieht man nämlich auch schon, da ist nämlich der Beutel schon wieder leer. Mit den Viechern kann die letzte sein. Da habe ich jetzt eben auch einiges eingesteckt.
Also es mit der Heilung, das ist schon eine andere Hausnummer jetzt hier. So, wo waren die anderen? Ich bin vom Schneematsch schon total durchnässt. So weit hinten war ich jetzt eigentlich... Ach, da liegen sie, okay. Ich würde sagen, so weit hinten war ich jetzt eigentlich auch nicht. Und gerade diese Geschichten, wenn es mehrere sind, man vielleicht auch nicht alle direkt immer im Blick hat. Zu jedem Zeitpunkt. Kann das schon schnell eklig werden. Aber jetzt kann ich zumindest die Pfeile auch komplett auffüllen. Das ist auch schon mal gut. Ich kann es noch schaffen. Das ist aber auch so ein Ding. Da war der eigentlich noch gelb. Reg dich mal wieder ein. Okay. Ich brauche aber immer noch Heilung. Ich finde hier nur so andere Pflanzen. Ich komme hier raus. Ein bisschen was. So, wir haben Modifikationen. Schadensspule 5%, 13% Feuer, 30% Schock. Da haben wir diverse Zutaten, das kennen wir eigentlich alles. Feuerpfeile, sehr schön. Jetzt ist noch die Frage, ich kann ja jetzt modifizieren den Jagdbogen und dann werde ich wahrscheinlich, Feuer 13% ist schon mal gar nicht verkehrt für den Anfang. Da könnte ich 5% Schaden draufpacken. Hebe ich aber erstmal noch auf. So, Fallen kann ich nicht bauen. Gesundheit kann ich nie machen. Aber ein paar Widerstandstränke. Schon mal gut, weil es auch ein bisschen das Inventar leert. Waffenbeutel. Ich habe nicht so viel Scherben, also muss ich ein bisschen überlegen. Waffenbeutel macht eigentlich keinen Sinn, weil so viele Waffen habe ich noch nicht. Outfitbeutel dasselbe. Rohstoffbeutel wäre eine Überlegung wert. Modifikationsbeutel ist eigentlich auch noch lange nicht voll. Fallen kann ich eh noch nicht bauen. Jägerbogenköcher ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste. Und dann brauche ich nämlich schon Schweinsknochen. Und da fehlt mir Lohe für die restlichen Feuerpfeile. Okay. Tränke, das kenne ich. Okay. Ich habe eine Schockspule. Achso, die kann ich aber nicht drauf machen, weil der keinen Schockschaden macht und so. Okay. Kann ich einfach auch nochmal gerade gucken. Ich habe ja jetzt die Waffe. Die hat die mit den drei Strichen, die Modifikationen. Das ist aber auch eine mit drei Strichen. Also irgendwie ist es ein bisschen komisch. Ich meine, klar, Schock und Eis macht keinen Sinn auf dem Bogen, weil der dergleichen nicht hat, aber man kann ja auch andere Modifikationen drauf machen, die Sachen pushen, die da eigentlich die Waffe eigentlich nicht hat. Insofern bin ich da echt noch nicht so ganz sicher. Ha, sehr nützlich. Woran das liegt, das einzige... Ah ne, ist auch eine blaue Waffe. Wollte ich gerade sagen, wenn es eine grüne Waffe wäre, dass man vielleicht wirklich immer nur die Modifikation bis zu der Stärke drauf machen kann, wie die Waffe selber ist. Also keine Modifikationen, die stärker sind als die Waffe quasi, aber das ist dann auch nicht so. Das ist schon irgendwie ein bisschen komisch, warum man manche dann irgendwie nicht drauf machen kann. Das hatte ich an dem letzten Durchlauf auch, in dem Story-Durchlauf. Auch bei irgendwelchen Heilungsdingern und so. Da laufen die Schweinsknochen, die ich brauche. Aber die laufen direkt in eine Horde Läufer hinein. Ich glaube, ich bin sicher.
Oh, das ist andere Lagerfeuer. Oh, und wir haben einen Questgeber und da oben auch. Sehr schön. Ah, ich glaube, dann wähle ich doch erstmal die Krater. Genau. Das liegt da nämlich alles auf dem Weg. Dann gehe ich vielleicht auch außen rum. Solange ich hier noch nicht wieder aufgefüllt bin mit Heilung und so. Ah, Ihmchen mit dem Speer. Tock. Du redest mit einer Ausgestoßenen? Ich brauche Hilfe. Da ist mir alles egal. Wo liegt denn das Problem? Quält dich dein Bein? Ich bin egal. Es ist meine Tochter Arana. Sie ist in Gefahr. Sie ging bei Mutters Wiege einem Plünderer nach. Ich fürchte um ihr Leben. Ich kann kaum aufstehen, geschweige denn ihr folgen. Hilfst du mir suchen? Sure. Du weißt schon, dass die Stammmütter dich verstoßen können, weil du mit mir redest. Mir egal. Ich wollte sie selbst suchen, aber mein Bein hat versagt. Auch einer mit den richtigen Prioritäten. Für ihre Sicherheit akzeptiere ich jede Strafe. Warum jagt deine Tochter allein einen Plünderer? Ich bin schuld. Ich folgte ihm und er hat mein Bein zerfetzt. Ich bin nur knapp entkommen und mein Speer steckt noch in der Maschine. Es war ein Speer von Edena, meiner Frau, die letztes Jahr starb. Er bedeutet Arana alles. Sie will ihn von dem Plünderer zurückholen. Du sagst, Arana wollte zu Mutters Wiege? Ja. Südöstlich von hier. Ich habe es ihr verboten, aber seit ihre Mutter starb, benimmt sie sich unmöglich. Verdammt sie mich an. Witwer und Krüppel dazu. Ein Vater, der seine Tochter nicht findet. Bitte, hilf mir bei dieser Sache. Na sicher. Ich tue, was ich kann für deine Tochter. Bring sie in Sicherheit. Ich flehe dich an. Wenn ich mal Heilpflanzen finden würde, ey. Okay, oh, da ist mein Schwein. Waren das jetzt 5 oder 6 Pfeile? Ich erinnere mich aber, dass man im mittleren Schwierigkeitsgrad 3 gebraucht hat. Wobei, gut, das war halt auch noch dann vielleicht der Bogen, der schon ein bisschen besser ausgerüstet war oder so. Aber keine Knochen, warum auch. So, aber dann gehe ich erstmal zu Grata, weil das war der Plan. Nützlich für eine alte Rezeptur. Offensichtlich keine Heilrezeptur. Perfekt. Und noch perfekter. Scherben sind echt ein Problem, weil man hier so viele Pfeile braucht. Oh Mutter, als mein Name gegen den Berg flog, hast du ihn nicht zurückgeschickt. Du hast ihn im Herzen behalten. Ich weiß, auch wenn mein Bauch und meine Hände leer sind, bin ich sicher in deinem Becken. Hallo, Grata. Urmutter, seit meiner Verbannung bin ich nicht so beständig gewesen wie ein Fluss. War ich nicht standhaft wie ein Stein? Sei mir gnädig, Urmutter, und sorge erneut für mich. Freu dich, Grata. Wieder einmal beschert die Urmutter dir Kaninchen. Dabei fällt mir ein. Also, ich werde wahrscheinlich schon jetzt gelegentlich mal Sachen ansprechen, die so ein bisschen Dinge spoilern, weil ich ja, wie gesagt, die Story durchgespielt habe schon in dem anderen Let's Play. Also wer tatsächlich die Story noch nicht kennt, sollte vielleicht lieber das Let's Play erstmal nehmen. Weil manche Sachen sind so sind irgendwie ganz cool, wenn man weiß, was später ist. Also so wie auch vorhin die Geschichte mit also ab jetzt nicht mehr spoilerfrei, definitiv. Vorhin die Geschichte mit den Leichen und so, ne, war ja
wenn ja alles Leben vernichtet wird und auch keine Mikroben und nichts mehr da ist, was irgendwie zersetzen kann, ist halt tatsächlich so ein bisschen die Frage, wie Leichen dann aussehen nach ein paar hundert Jahren, wenn wirklich gar keine Biosphäre mehr da ist. Andererseits ist ja hier schon wieder Biosphäre, die wieder erzeugt wurde. Insofern müssen natürlich trotzdem irgendwie dann die Leichen zumindest später vielleicht mal zersetzt werden sollen. Wobei sie da vielleicht dann schon, also zumindest die weiter drin waren, ja dann mit Kalk überzogen waren von dem Kalkstein und so, dass die dann erhalten bleiben, macht dann wieder mehr Sinn. Weswegen ich aber eigentlich auf Pause gerückt habe gerade, war die Geschichte mit Grata, dass sie halt jetzt sagt, dass sie quasi mit der Urmutter redet. Was ja am Anfang eigentlich man halt so interpretiert, okay, sie spricht halt zur Urmutter, obwohl sie eigentlich dich meint, weil sie mit dir nicht sprechen darf, wegen ihrem Gelübde und so. Aber was halt auch cool ist, wenn man halt jetzt halt die Story kennt, dass es ja gar nicht so blöd ist, dass sie mit Urmutter anspricht, weil in gewisser Weise ist ja Elizabeth Sorbeck die Urmutter von allem, was hier so passiert, weil sie ja quasi alles geschaffen hat. Und insofern ist das hier tatsächlich ein bisschen doppeldeutig, was einem aber am Anfang halt nicht klar ist, weil man halt noch nichts weiß über Sobek und so und über Eloy. Und insofern finde ich das tatsächlich jetzt cool, wenn man so bestimmte Story-Sachen schon kennt und dann gerade so Kleinigkeiten hat wie hier jetzt zum Beispiel, dass da quasi ja nochmal irgendwie so eine Mehrdeutigkeit mit drin ist, die einem am Anfang gar nicht auffallen kann, aber die doch tatsächlich, also ich kann mir gut vorstellen, dass die gewollt ist. Urmutter, deine Stimme peitscht wie ferner Donner. Ich höre die Klagelieder, Urmutter. Ich würde einstimmen, habe aber meine Gebetsperlen am östlichen Ausblick vergessen. Fürchte ich. Warte in deinem Lager auf mich, Grata. Ich tue, was ich kann. Okay. Oh, dabei fällt mir ein. Habe ich vorhin schon zufällig einen. Ach, das ist Arana. Tatsächlich, weil ich vorhin habe ich irgendwie schon mal zufällig einen Hasen erlegt und deswegen hat sie ihr jetzt hier auch direkt schon das Hasenfleisch gegeben. Ansonsten hätten wir ja noch erstmal hier auf Hasenjagd gehen müssen vom Quest her. Und den habe ich jetzt gar nicht, weil ich schon zufällig Hase dabei hatte. Das ist ja auch witzig. Aber dass er das so direkt erkennt und dann entsprechend einbaut und sie einfach den Dialog... Es ist auch nicht so, dass man den Quest kriegt und dann gerade da direkt nochmal anspricht und dann wird der Quest halt gelöst, sondern... Die Sachen mit dem hier, ich habe Hasen für dich, ist quasi jetzt in den... Ursprungsdialog einfach mit eingewebt worden und der Quest ist gar nicht aufgepoppt, sondern direkt irgendwie erfüllt gewesen. Das ist schon ziemlich cool. So. Zur Spitze. Jetzt gucke ich mal gerade so ein bisschen. Kann ich hier mal noch das Tal ein bisschen hochlaufen, ob da irgendwas ist? Außer Sonnenschein gibt's hier nichts. Ach, R2 ist markieren, okay. Wenigstens ein bisschen Fleisch bekommen hier oben. Das ist ja auch schon mal viel wert. Okay, mehr gibt's dann hier aber wohl nicht. Es sei denn, ich könnte hier links... Kann ich da hoch irgendwie? Geradezu und dann ein bisschen nach links. Man weiß halt nicht, ob hier jetzt nicht doch nochmal irgendwo so scannbare Aufzeichnungen rumliegen. Weiß ich nicht, also das sieht zumindest so aus, als wäre das hier schon irgendwo
ein gewollter Weg. Ich bin mir allerdings auch nicht so sicher, ob hier vielleicht irgendwann nochmal eine Quest vielleicht ist, dass man hier mit irgendwelchen Leuten mal langläuft. Echt aufpassen, dass ich hier nicht so viele Pfeile vergeude. Schon ein bisschen zielen und im Zweifelsfall lieber nicht schießen. Den Pfeil sparen und nochmal ansetzen. Da fehlt mir immer noch Lore. Weil das ist mit dem Geld. 14 Scherben habe ich. Das ist nämlich nicht so üppig. Bisher. Ach, ist das der hintere Weg von Rosts Haus vielleicht? Ich meine, das war doch hier irgendwie in der Gegend, oder? Ich werde gleich nochmal sehen. Da war's. Da war die Pflanze. So. Eine Scherbe. Sehr schön. Jede Scherbe zählt. Ja, da ist nämlich so ein Tor. Wird kälter. Ja, schon allein wegen der Heilung lohnt sich der Weg hierher. Oh. Oh, der hat gebellt, hä? Der hat eben Wauwau gesagt, wenn ich richtig gehört habe. Ich glaube, der hatte gebellt gerade. Da geht's auch noch mal runter. Okay, ist hier so ein Pfad ins Tal. Das ist jetzt der Pfad. Ich glaube, hier ist Rosts Haus, ne? Naja, ich kann den Weg ja mal runtergehen, weil ich habe ja dann hier genau das Ding mit Arana. Ich glaube, hier hinten hin. Das ist nachher nochmal der Quest, aber da mache ich das erstmal das Tal, weil ich glaube, hier hinten gab's irgendwie so eine Maschinenleiche, wo es auch nochmal irgendwie einen guten. Das geht ganz schön schnell. Gute Modifikation gab. Daran erinnere ich mich noch so dunkel. Wenn ich schon mal hier wieder bin im hinterletzten Eck, kann ich auch den Weg da mal mitnehmen. Lieber hier untergehen. Nicht wild in Tod springen. Oh, Fisch. Nee. Schade. Fuchs. Der hat sogar was Cooles. Die Plünderer sind wieder auf Beutezug. Getarnt unter Wasser mit dem Quadrat. Das ist ja auch cool. Der ist hier ein bisschen merkwürdig. Stufe 4. Genau, das ist nämlich das Camp, wo wir nachher questmäßig eh nochmal herkommen. Der hat mich gerade entdeckt. Oh, ist ja gar kein Wächter. Ist ja was Besseres.
fuck, der wusste gar nicht, wo ich bin. Ja, weiß es jetzt. Boah, das ist... Ja, und wenn man dann in so einer Ecke festhängt, weil man in so eine Sackgasse reinspringt, dann wird's eklig. Und das Traurige ist, dass ich irgendwas gespeichert habe oder irgendeinen Quest-Progress habe, das ist jetzt halt schon ewig her. Da darf man echt keine Sekunde irgendwie... Ach je. So weit zurück. Da oben ist das Haus. Na ja, gut, jetzt hinten rumlaufen ist auch nochmal ziemlich weit. Dann warte ich mal, bis ich den Quest da oben krieg. Okay, das mit Grata, das haben wir ja fertig gehabt. Na, das reicht mal nicht. Ich meine, die Quests sind ja erfüllt. Insofern nicht so schlimm. Nur halt, man steht halt wieder da, wo man das letzte Mal einen Quest-Progress hatte oder gespeichert hat. Wobei die Side-Quests anscheinend auch nicht als Speicherstelle dienen. Ja. Also ich habe schon den Progress hier von dem Quest. Wobei das natürlich auch saugefährlich ist, weil ich habe jetzt den Progress von dem Quest hier, aber ich habe natürlich die XP verloren. Was einen natürlich beim Leveln dann wieder ein Stück zurückwirft. Ist halt auch nicht so geil. Okay, dann kümmern wir uns erstmal hier um Aranas Speer. Okay, meine Pfeile habe ich aber auch. Das ist alles okay. Das ist halt so eine Mischung, ja. Man verliert schon den Progress, was die XP angeht. Man verliert aber... und auch so Inventarzeug. Man verliert aber nicht den... auch irgendwie Sidequest-Progress und so Kram. Und auch die Feuerpfeile habe ich jetzt wahrscheinlich deshalb nicht verloren, weil... die halt zu einem Quest gehören. Sonst wären die jetzt vermutlich auch weg gewesen. Weil ich die ja noch nicht hatte. Aber das ist auf jeden Fall so ein Mischmasch. So manche Sachen behält man und andere halt nicht. Aber da soll man gar nicht groß drüber nachdenken. Lieber einfach nicht sterben. Dann stellt sich die Frage gar nicht, was man behält und was nicht. Da haben wir auch nochmal. Okay, da haben wir auch nochmal einen Weg, der irgendwie... irgendwo ins Nichts führt. Da komme ich dann durch. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Nun gut, also dann gehen wir mal... Ich glaube, hier ist was Größeres durchgelaufen, weil den Baum, den hat es hier nicht, der ist nicht natürlich schwach umgefallen, der wurde abgebrochen. Okay, das habe ich, dann gehe ich den Weg, dann kann ich die Lagerfeuer mitnehmen. Dann vielleicht darüber. Schauen wir mal. Ein bisschen die Umgebung im Blick behalten, dass mir hier nicht irgendwie wieder irgendwelche Viecher plötzlich von der Seite getriggert werden. Mal hier ein bisschen Holz. Wie viel Holz habe ich jetzt eigentlich? 131. Ja. Ist schon mal ganz okay. Ach, das ist hier, wo der Tock liegt, glaube ich, ne?
Da rechts ist das Lagerfeuer, da werde ich gleich nochmal safen. Und den Medizinbeutel auffüllen ist sicherlich nicht verkehrt. Für mich. Wenn der hier schon so ein bisschen abseits ist, können wir den auch mitnehmen. Möglichst im Gras. Jetzt nicht gleich wieder mit. Kann ja auch noch ein bisschen Lohe gebrauchen für noch mehr Pfeile. Bin ja noch nicht voll, was die Feuerpfeile angeht. Dass der Wächter das nicht mitkriegt. Oh, Stufe 4. Sehr schön. So, dann schauen wir mal. Fertigkeiten. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich freischalten will. Ach, Konzentration, genau. Stufe 1. Ja, auf jeden Fall. Dann hole ich mir die schon mal. Da muss das andere eben ein bisschen warten. Nahkampfschutz. Okay, aber Rüstung modifizieren kann ich eh noch nicht. Okay. Dachte ich gerade hier irgendwas gehört. Mal speichern, wenn ich schon mal wieder hier bin. Ich wollte gerade sagen, da geht es ja in so ein Tal, aber das ist auch der Weg, den ich eh nehmen muss. Ach, die Stelle, da war ich doch schon mal. Ach, die Ecke ist das, okay. Ich dachte, das wäre der Durchgang, wo man quasi auf der Map gerade hochgeht und dann rechts um die Ecke muss, aber ist es gar nicht. Okay. Der Kriegerpfad durch die Felsen ist in der Nähe. Na, fuck. Da sind sie alle drei. Ganz ruhig. Wenn ich den jetzt angreife, kriegen jetzt aber die anderen mit, weil der außerhalb vom Gras ist. Der eine guckt so ein bisschen her, das ist auch nicht so geil. Da jetzt eine Bombe rein, dass ich drei mit einem streiche. Okay, das ist nur der eine, sehr schön. Okay, der hat aber mitgekriegt, dass sein Kumpel tot ist. Ja, ganz blöd sind sie hier nicht. Wenn er da gerade am Hang ist, müsste ich den hier auch kriegen. Genau. Sehr schön. Jetzt ist er zu weit weg. Noch so zittert, bevor er zusammenbricht. Das tut er mir fast schon immer leid, ey. So. Das ist der Kriegerpfad. Und das war genau hier irgendwie hoch. Ich erinnere mich sogar tatsächlich. Nur nicht mehr ganz genau, wo es anfängt, aber
Vater mag Form sein, aber es braucht starke Arme, um schnell zum Ausblick zu gelangen. Halt! Halt, Fuchs! Ah, doch ein Pfeil. Okay, hier ist es nicht. Ich glaube, irgendwo hier rechts rum, oder? Ja. Ja, sie hat es immerhin geschafft, hierher zu kommen, um ihre Kette zu verlieren. Insofern, die Grata, ich glaube, die sollte man auch nicht unterschätzen, ne? Nicht hoch. Doch nicht der richtige Weg. Doch, muss es aber. Da unten geht's definitiv nicht weiter. Muss ich hier um die Ecke irgendwie? Ach, da ist es doch. Ich hab's echt nicht gesehen unter den Ranken. Wobei es nicht mal unter den Ranken war, sondern nur neben dem Ranken. Irgendwas kämpft da oben. Ja, natürlich. Ich hab's überlebt, aber jetzt hat der Medizinbeutel schon wieder leer. Also nochmal. Ein Abschuss kann mir noch erlauben, dann habe ich nicht mehr genug Kräuter. Also ein Abschuss dieser Art. Mit ein bisschen Glück, wo man überlebt. Okay, zweiter Versuch. Ich will ja schon auf diesen... Danke. Nein! Gott, sind die schnell! Ja, natürlich. Fällt sonst wohin. Sieht interessant aus. Aha, Gratas Gebetsperlen. Ich verstehe, dass sie zum Beten herkommt. Von hier aus sieht man Mutters Wacht. Hier sieht man so einiges. Ich frage mich, was mich mehr stört. Dass sie mich ignoriert? Oder dass sie bei all ihren Gesprächen mit Urmutter nie einsam ist? Ach, guck mal, von hier oben kommt man auf die Barrikaden von dem Tor. Was sagen sie da draußen, außerhalb des Beckens? Da war ich tatsächlich auch noch nicht. Gehen wir jetzt nochmal angucken. Bevor ich mich da abseile. Wahrscheinlich werden mich gleich alle hier anpissen, dass ich Verstoßene, was machst du hier? Aber egal. Das ist tatsächlich hier, wo wir nachher mit Rost rausgehen. Das ist dieses verbrannte Haus da links und so. Und man hört schon, wie die da kämpfen.
Das ist ja cool. Warum kann sie den Stamm nicht einfach liegen lassen? Das ist schon ziemlich cool, weil man ja hier herausgeht und den Sägezahn hier angreift. Ich wünschte, die Ausgestoßene würde jemand anders belästigen. Ich habe keine Zeit für Ausgestoßene. Alter, da spuckt das Wort geradezu raus, hey. Aber man sieht nicht, wie sie hier kämpft, man hört's nur. Auf jeden Fall mal harte Action im Gange. So, aber der Weg hier hat sich jetzt auch nicht wirklich gelohnt. Ist es da geradezu eigentlich? Ja, das ist noch wieder im Becken. Nicht, dass ich jetzt irgendwie einen Weg finde, wo ich hier aus dem Becken rausrennen kann oder so. Das wäre auch irgendwie komisch. Aber ich glaube nicht. Aber man kommt hier auch nicht runter. Okay. Aber man sieht auch nicht, wie die hier kämpfen. Das wäre natürlich jetzt noch cool, wenn Was jetzt... Was mache ich eigentlich? Das ist ja, der falsche Weg. Ja, das weiß ich auch nicht. Gehen wir lieber wieder zurück, bevor wir wieder sterben, weil wir irgendwie den Map-Bereich verlassen. Aber das ist ja cool, dass man hier auch hoch kann. Hier war ich tatsächlich auch noch nicht oben. Nur unten durchs Tor gegangen. Und die kämpfen da mit dem Sägezahn, den wir dann später erledigen müssen, weil wir es drauf haben. Mit Ross zusammen. Weil er uns ja nicht hilft. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Oh, die. Ach, scheiße. Wenn, dann fallen die eh wieder irgendwo hin, wo ich es nicht aufheben kann. Also Gänseknochen und irgendwie Kram brauchen wir auch nachher noch für irgendwelche Beutel. Jetzt echt schon mal ein bisschen anfangen, Tierzeug zu horten. Wobei jetzt wahrscheinlich eher die Scherben das Problem werden bei den Erweiterungen und nicht die Tierutensilien, aber schauen wir mal. Okay, da sind ein Haufen Viecher. Ich hole mir noch Frostbeulen. Hatte ich eigentlich noch... Naja, ich noch nicht genug erledigt für die restlichen Pfeile. Okay. Fehlt immer noch Lohe. Okay, der andere ist zu weit weg. Sehen. Oh, die ich jetzt. Die mich einmal erwischen mit ihrem Tritt, dann war es aber auch, hä? Jagen Sie mich.
Ich bin so gut wie tot. Fehlt natürlich auch nichts. Muss man echt aufpassen, dass man nicht zu lange zielt, weil man noch einen Treffer landen will. Weil wenn die einem erstmal erwischen, dann ist es vorbei. Besonders so wie jetzt, wo ich eh nichts mehr habe an Reserve. Ich sage mal. Jetzt bin ich in ihn reingesprungen, das hätte ganz böse ausgehen können. Aber Heilung habe ich deswegen immer noch nicht. Sie humpelt auch ganz erbärmlich. Okay, da haben wir ein bisschen was. Etwas Vorrat. Das ist ja noch einer. So. Haben wir jetzt genug, ja. Genug Lohe erbeutet für die restlichen Feuerpfeile. Also wenn man überlegt, wenn man hier den stillen Schlag tatsächlich nicht geskillt hätte und das alles mit Pfeilen machen müsste, zumal die auch relativ wenig Eindruck machen noch momentan, die Pfeile, dann hätte man hier echt ein Ressourcenproblem, hey. So kann man das noch ein bisschen kompensieren. Okay, da haben wir auch noch einen. Man kann halt echt nicht oft speichern, ne? Dadurch, dass man das wirklich nur an den Lager feuern kann. Die stehen zwar überall gefühlt, aber so in so Situationen wie jetzt, weil man halt auch ruckzuck runter sein kann, weil der Medizinbeutel, der ist so schnell leer. Wenn die einen zwei, dreimal treffen, dann gehen so unfassbar schnell die Lichter aus. Das ist nicht so ohne. Das sind jetzt nicht die krassen Gegner hier, ne? Oh. So gut. Da können wir ein bisschen Fleisch ernten. Oder auch nicht. Alter. Okay. Da links habe ich gerade irgendwie Schritte gehört. Da dachte ich schon, da wäre jetzt eine Maschine. Das hätte auch ganz böse ausgehen können. Ich dachte, der wäre ein Tier.
Aber nur irgendwie ein Schmetterling oder irgendwas, was da gezuckt hat. Okay, dann jetzt auf jeden Fall nochmal kurz speichern hier. Erst nachdem wir uns den Hasen geholt haben. Also auch keine Haut und nix. Oh, stimmt. Aranas Speer, da liegt er wieder. Dann bringe ich gerade da erstmal ihre Kette. Da erwarte ich jetzt erstmal keinen Stress mit irgendwelchen Maschinen und kann vielleicht auf dem Weg noch ein paar Pflanzen einsammeln. Und wieder hier im Sprinten steilen Hang hoch. Aber wer es kann. Seht ihr auch nichts nachgespawnt von den Pflanzen hier. So üppig ist es dann hier auch nicht mit Pflanzen. Ich kann aber mal gucken, ob ich mittlerweile vielleicht auch mal einen Heiltrank. Ich habe jetzt ein paar Viecher schon erlegt. Nee. Reichhaltiges Fleisch, knochiges Fleisch, fettes Fleisch, 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 überall Fleisch. Und ich habe keins. Oder nicht genug. Läuferherz, Gratas Kette. Da ist Grata. Allein mit der Urmutter. Wie sie es nicht anders kennt. Allein mit der Urmutter im doppelten Sinne. Hier sind deine Gebetsperlen, Grata. Jetzt hast du, was du brauchst. Urmutter. Jeden Morgen sehe ich deine Tränen der Freude auf den Blättern. Freude über die Schönheit deiner Schöpfung. Sieh, ich weine mit dir aus Dankbarkeit. Für sie weinst du, aber mit mir sprichst du nicht? Da hat sie echt eine lange Leitung, die Eloy. Du bist die bessere Ausgestoßene. Bis sie das mitkriegt. Grata, ich werde eine Weile nicht hier sein. Ich gehe zur Erprobung und... Oder sie sagt es absichtlich nur, um Grata ein bisschen zu ärgern. Weiß man nicht. Ich danke dir für die Güte, die du erweist. Wenn die Erprobung kommt, mögest du in deiner großen Weisheit einem großherzigen Krieger gnädig sein. Ich glaube, ich weiß, was du sagen willst. Lieb wohl, Grata. Vorerst. Oh Mutter, höre mich, die ich die Jahre meiner Hingabe an diesen Perlen abzähle. Okay. Wie das Rascheln des Gras. So. Ach, hier in diesem Tal ist jetzt, weiß ich gar nicht. Nee, doch, da oben war ich schon mal. Da habe ich schon mal geguckt. Da war nichts weiter. Ich erinnere mich. So, Stolperfalle. Mal gucken. Der Hauptquest ist Stufe 3. Das ist schon mal okay. Stufe 4 Arana sollte auch nicht so schlimm sein. Wie weit ist denn das? Das ist aber dichter. Machen wir das erstmal. Keine Tutorial-Dinger. Sehr schön. Arana, das ist da unten. Das ist eigentlich auch ganz gut. Oh, da sind die Ruinen. Ich glaube, das sind die Ruinen, die wo sie als Kind waren. Ne? Kann ich auch nochmal reingehen, weil da konnte man ja auch nochmal ein paar Sachen dann finden. Zum Verstecken. Weil tatsächlich dieses Angriff aus der Höhe Ding und so, vielleicht sollte ich es auch ein bisschen früher freischalten hier. Ist aber nicht so gut, das sind zwei. Und die haben mit ihren... Oh, ich habe aber noch Heilung. Sehr schön. Da kommen sie.
Naja, was soll's. Probieren wir es mal. Trotzdem erwischt. Das ist nämlich das Problem. Ich nehme auch immer den schweren Schlag, weil der braucht nämlich eine Weile, bis der wirklich performt ist. Okay, das war Nummer 1. Jetzt ist meine Hälfte schon wieder unten. Stufe 5. Finde ich aber auch ziemlich cool, dass das hier nicht so ist wie in manch anderen Spielen, wo man, wenn man auflevelt, automatisch wieder volle Health hat oder so. Das ist auch ziemlich dämlich eigentlich. Das ist irgendwie viel cooler, wenn man halt einfach trotzdem mit den Konsequenzen leben muss und sich seine Heilung selber suchen, auch wenn man Level Up hat. Deswegen ist man ja nicht plötzlich wieder gesund, bloß weil man eine Erleuchtung hatte und etwas dazugelernt hat in seinen Fähigkeiten. So, wo wollte ich hin? Hier wollte ich hin. Dazu brauche ich das, dafür brauche ich das und dafür brauche ich das. Also holen wir uns den Finder. Ist auch gar nicht so verkehrt, weil wir jetzt dann ein bisschen mehr Items finden. Was war's denn? Natürliche Rohstoffe, glaube ich, ne? Wo war's hier? Ja, natürliche Rohstoffe. Das ist nämlich auch gar nicht so verkehrt. Dann kriegen wir nämlich auch endlich mal ein bisschen mehr. Olara. Oh, ich erinnere mich. Das nehme ich lieber mit. Bist du da draußen? War das grün? Ich glaube schon. Ja. Sehr schön. Ach hey, so einer. Ich bin mir gar nicht so sicher. Aber Plünderer konnte ich, glaube ich, auch mit einem stillen Schlag erledigen, wenn ich mich richtig erinnere. Also gucken wir gleich mal. Wenn ich es nicht konnte, werde ich ihn damit nur leicht schwächen und dann wird er mal richtig sauer auf mich sein. Die da hinten haben das auch mitgekriegt. Also die Detection. Frischer geht's nicht. Reichweite ist echt nicht ohne hier. So, wo haben wir sie denn? Da oben. Ich bin hier, Brom. Bist du da draußen? Ich weiß jetzt auch nicht, ob die jetzt hier die ganze Zeit nur sitzt und nach Brom ruft. Ich meine, das ist halt auch nicht sehr effizient. Weil wenn er nicht hier ist, ist er halt nicht hier. Genau, da geht's weiter. Bitte, Brom, komm doch zu mir. Olara. Sag mir, nach wem rufst du? Brauchst du Hilfe? Ich habe nichts gegen Ausgestoßene, aber ich sollte nicht mit dir reden. Ich will keinen Ärger. Hier ist aber sonst niemand, der helfen könnte. Ich habe nichts gegen Ala. Du hast recht. Tut mir leid, ich wollte nicht gemein sein. Mein Bruder war ausgestoßen, jedoch nur auf Zeit. Er hätte heimkommen sollen, ist er aber nicht. Und sein Lager war voller Blut. Du sagtest, das Lager deines Bruders war voller Blut? Die Krieger wollten ihn suchen und fanden es so vor. Ich frage mich, was passiert sein könnte. Ist er wirklich tot? Oder doch nur verwundet? Hat er Schmerzen? Braucht er Hilfe? Diese Ungewissheit ist unerträglich. Was machst du ganz alleine hier draußen? Ich habe täglich eine Kerbe in die Wand geritzt, bis Broms Strafe vorbei war. Aber auch nach 3 weiteren war er nicht zurück.
Ich bat die Stammmütter, Krieger zu ihm zu schicken. Doch sie fanden nur ein Lager voller Blut. Die Krieger glauben, dass er tot ist, aber ich muss die Wahrheit wissen, darum wollte ich ihn suchen. Soweit so gut. Warum wurde dein Bruder verstoßen? Brom war immer ein bisschen anders, ein bisschen wirr. Einer der Jäger war gemein und ließ ihn nie in Ruhe. Ich war nur eine Stunde weg. Der Jäger stellte ihm nach, doch diesmal schlug Brom mit einem Stein zurück und brach ihm den Schädel. Geister hätten es ihm befohlen, sagte er. Die Stimmen der Vergessenen. Es kostete ihn 10 Jahre. Hätte ich ihn nur nie allein gelassen. Was meinst du mit Vergessenen? Die Urmutter verdammt treulose Frevler und verbannt sie aus ihrem Gedächtnis. Diese verlorenen Geister sind die Vergessenen. Brom hat oft gesagt, sie sprechen zu ihm, befehlen ihm Dinge. Es war so schwer für ihn. Und ich konnte ihm nicht helfen. Ich werde versuchen, deinen Bruder zu finden. Wirklich? Dann lass mich mitkommen. Ich bin keine Last. Ich weiß, wie man unbemerkt bleibt. Ich bin allein schneller. Wenn es so sein muss, finde ihn einfach. Bitte. Okay, so. Jetzt gucken wir mal, ob ich hier runterspringen kann. Ohne zu sterben? Das funktioniert ganz gut. Bisschen Heilung wenigstens. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Drei Plünderer. Es wäre schon besser gewesen, wenn ich da hinten geblieben wäre im Gras. Jetzt wird's laut. Ah, shit. Das Problem ist, dass die manchmal so gelb sind wie jetzt, aber trotzdem wissen, wo du bist. Was sie ja normalerweise nur können. Oder normalerweise wissen sie ja nur, wo du bist, wenn sie irgendwie rot sind oder so. Wobei es tatsächlich so ist, dass sie dich da vermuten, wo du zuletzt warst. Deswegen sind die jetzt auch da hinten bei diesem Gras und so, weil sie mich da halt gesehen haben, als ich von da irgendwie kam. Was tatsächlich auch gar nicht so blöd ist, ja, dass sie dann halt nicht einfach aufgeben und zurückgehen, sondern halt erstmal eine Weile noch da suchen, wo sie dich zuletzt gesehen haben. Das ist ja auch gar nicht unlogisch. Das ist schon so von der Logik, vom Verhalten her und so, ist das echt ziemlich gut gemacht. Jetzt haben wir noch 2. Den ersten lassen wir mal vorbei. Aber der zweite auch ein Stück weg ist, kann ich jetzt auch nicht riskieren. Kreischt immer noch mal laut. Bei dem Löwenschrei, bevor er dann aufgibt, die Suche. Hallo? Darf ich ihn jetzt plündern? Ja.
Ach, vielleicht weil ich weiter oben stand am Hang oder so. Okay, sehr schön. Jetzt ist natürlich wieder so ein bisschen die Frage, welche von den beiden Sachen ich zuerst mache. Arana ist tatsächlich näher, okay. Richtig. Da, die Höhle da unten, das wollte ich auch noch mitmachen. Und zu dem Ort könnten wir hin. Genau, und hier ist sein Lager. Ich muss aber eh wieder zurück. Dann gehe ich erstmal hier zu Broms Lager, mache dann das Tal und ich glaube, dann führt eines eh hier lang irgendwie. Das heißt, ich mache dann erstmal den Quest. Ich habe jetzt auch gerade hier die Viecher weggeholt, dass ich hier durchkomme. Ich meine, gut, mit dem Ranlocken und stillem Schlag kriegt man die dann eigentlich auch wieder ganz gut im Griff. Spült den metallischen Geschmack weg. Hier Holz habe ich erstmal relativ viel. Dann lassen wir es erstmal dabei. Okay, Pfeile kann ich wieder bauen. Was ich nochmal gucken könnte mittlerweile, ob ich eine neue Modifikation... Ich habe 13 Feuer. 5% Schaden ist halt nicht so geil, aber nur Feuer ist vielleicht auch blöd. Handhabung wäre jetzt gerade vergeudet. Ich meine, es dauert noch, bis ich sie wieder rausmachen kann, aber ein bisschen Feuer habe ich ja schon. Wenn ich später die ersetze durch ein Feuerdings, vielleicht wenn ich den Quest mache mit Rost. Da kann ich es ja immer noch einfach ersetzen. Oh, mein erster Gesundheitstrank. Feuer- und Schockwiderstand, Gegengift, die kann man dann verkaufen. Die bringen mir dann Geld, dass ich bessere Sachen mir holen kann. Fallenbeutel ist eigentlich nicht wichtig, Modifikation auch nicht. Rohstoffbeutel, ja, den will ich auf jeden Fall mal verbessern. Dann brauche ich nur reichhaltiges Fleisch. Outfit und Waffen ist auf jeden Fall nicht wichtig. Modifikationsbeutel ist jetzt nicht wichtig, aber wenn ich es schon mal habe, da brauche ich dann auch nur Fleisch. Fallenbeutel kann man dann auch mal machen. Okay. Da haben wir einen neuen Trank. Sehr schön. Das sieht ganz nützlich aus. Ganz nützlich würde auch im Lagerfeuer aussehen. Ja, super. Schwimmt es auch noch weg und wenn ich es hole, sehen die mich. Ja, egal. War ja keine Knochen oder Haut oder so. Sieht es so ein bisschen gefährlich, ne? Durch den Nebel. Ist eigentlich irgendwo Fisch? Ne. Da ist sein Lager. Da haben wir ein Wildschwein. Wächter ist ja jetzt nicht so schlimm. Zu dem Gras da oben muss ich aber erstmal hinkommen.
Der hat jetzt 3 Schüsse ins Auge gebraucht. Ich meine, vorhin war mal irgendwie einer mit 2 oder so, aber vielleicht hat der eine auch nicht richtig genau getroffen, das Auge oder so. Okay. Blut, doch keine Leiche. Weil aber ich habe ja eigentlich sogar. Muss noch mehr stecken. Ich habe ja eigentlich sogar Schaden noch ein bisschen, ein paar Prozent hochgedings. Also wenn, dann müsste es eher sogar besser werden und nicht schlechter, aber naja. Kohleasche, kürzlich gelöscht. Einige Blutstropfen scheinen vom Lager wegzuführen. Ziemlich große Blutflecken. Also wenn ein Mensch so Blutlachen hinterlässt, alle 1,5 Meter, dann gute Nacht. So, aber dann werde ich jetzt erstmal hier in das Tal weitergehen. Jetzt setze ich mir mal einen Punkt an das Lagerfeuer. Dass ich hier meine Schuldigkeit getan habe in diesem Tal. Wildschwein. 1 immer noch. Immer noch 1. Alter, bin ich besoffen oder was? 2 3 4. Und das war's. Das wird meinen Magen etwas beruhigen. Reichhaltiges Fleisch, das habe ich doch für irgendeinen Beutel gebraucht, glaube ich. Ach, das ist doch hier von der Anfangssequenz, wo wir als Kind waren und das erste Mal einen Stein geworfen haben. Da war der Ross da unten in dem Gras. Das war das Tal hier. Ich habe eben schon gedacht, als da rechts dieses Häuschen gelötet stand und so. Das war hier in diesem Tal. Und ich meine, das Haus von Ross, das war doch auch hier irgendwo, oder? Aber das war auf jeden Fall hier das Tal aus dem... vom Anfang, wo wir nachher dann später Tepp getroffen haben. Und hier haben wir unseren ersten Kampf gehabt mit den Läufern. Ach, das waren noch Zeiten, wa? 15 Jahre her oder so. So schnell kann es gehen. Hier sind wir lang gelaufen, als wir die Schreie gehört hatten. Meine ich. Aber hier hinten sah es dann irgendwie anders aus. Oder da kam einfach eine Katze, die dann woanders gespielt hat oder so. Weil das hier ist jetzt ein Gebiet, da waren wir definitiv nicht. Aber gut, dafür sind wir jetzt hier. Plünderer. Schon ein bisschen schwierig hier, weil man halt hier kein hohes Gras als Deckung hat. Schaden hält sich tatsächlich in Grenzen hier. Das ist schon... Gegner sind schon eine andere Liga. Hat der gerade Strom am Arsch? Was macht denn der da? Ich würde halt gerne nochmal den
Aufbau da oben irgendwie abschießen, aber... Das hält es leichter. Okay, das war das. Okay, den Todesstoß habe ich auch noch nicht geskillt. Deswegen bringt mir das nicht so arg viel, wenn sie am Boden liegen. Außer, dass sie so lange sie am Boden liegen, mich nicht angreifen können. Was ja auch schon mal viel wert ist. Nach mir suchen würden. Das nehme ich doch mit. Okay, vielleicht kann ich jetzt ein bisschen besser hier ranpirschen. Die irgendwo ins hohe Gras locken. Oh, da unten ist hohes Gras. Ich glaube, wenn ich hier runterspringe. Bisschen Deckung ist schon mal super. Der flext darum. Der starrt mich an, das ist ein bisschen eklig. Ja, jetzt läuft er weg, aber halt. Können wir den herholen? Ja. Der regt sich gar nicht mehr ab, da hinten der andere. Oh, der kommt hier so hergesprintet. Ich glaube, der will was von mir. Oder nee. Der fand das nur verdächtig, aber richtig verstanden hat er es nicht. Das ist immer noch aggro. Der hat Essen zu sehr abgelenkt, hä? So. Oh, eine neue Schadensspule. Das gucke ich mir gleich mal an. Aber erstmal muss ich hier ein bisschen... checken, ob hier noch ein anderer ist. Scheint aber nur noch der eine zu sein. Bleib mal stehen, wenn er aufhört zu flexen, weil ich denke, dass er mich besser hören kann, wenn ich Geräusche mache, während er selber keinen Krach macht. Jetzt weiß ich nicht, ob es daran lag, dass es geklappt hat, oder... Aber das macht schon irgendwie Sinn, weil ich meine ja auch, dass sie zumindest auch Eloy ja in ihren Sprüchen so mittendrin immer mal darauf hinweist, wenn es zum Beispiel regnet, dass es irgendwie wohl von Vorteil ist, weil sie dann nicht so leicht entdeckt werden kann. Also glaube ich schon, dass die tatsächlich so Sachen mit eingearbeitet haben. Dass wenn Umgebungslärm ist, dass dann die... das Entdecken der für die Maschinen schwieriger wird. Sehr schönes Truthahnfleisch. Okay, dann haben wir hier aber alles, glaube ich. So, dann können wir einmal... haben wir neue Rohstoffe. Hier nochmal schauen. Wir haben 13 Feuer. Könnten das durch 14 ersetzen. Naja gut, solange wir es halt nicht tauschen können. Was soll's? 5 Schaden. Oh! 15 Schaden oder 16 Schaden und Handhabung und Schock. Der Schock bringt mir zwar nichts auf der Waffe, aber... Schaden und Handhabung bringen mir ja was. Handhabung plus 9, Schaden plus 1. Ja. Oder nur den 15 Schaden? Das ist natürlich so eine Frage.
Aber der bringt auch mehr, der füllt mehr auf. Deutlich mehr sogar. Kein Geiz. Den grünen Scheiß findet man eh noch so oft später, dass auch egal, wenn ich da mal einen vergeude. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Nichts. Aussicht, Punkt. Das war mal irgendwie was Größeres. Autsch! Entschuldigung. Hast dich aber nicht verletzt. Identifizieren kann ich es aber auch nicht, was das gewesen sein soll. Fische gibt es hier auch nicht. Fuchs. Schwimme getarnt, um nicht entdeckt zu werden. Gar nicht so blöd. Habe ich tatsächlich, glaube ich, nie gemacht irgendwie im anderen Spiel. Wenn es ein Hidden Achievement gibt für Schwimme einmal getarnt, dann habe ich es nicht. So, außer ich habe die Taste aus Versehen mal gedrückt und habe es gar nicht gemerkt. Aber ansonsten eigentlich nicht. Na. So, jetzt auf jeden Fall nochmal speichern, dass wir den Kram nicht verlieren. Sehr schön. So, und jetzt... Oh, da liegt noch was. Hier ist übrigens so eine Heilpflanze, aber die steht da nur rum, die kann man nicht pflücken. Oder die sieht nur so ähnlich aus. Jetzt, wo ich ein bisschen dichter dran war, weiß ich nicht, ob die Blüten nicht doch ein bisschen anders sind. Ja, so mohnartig aus hier, aber naja. Wenn wir mal vergleichen mit der echten Heilpflanze. So, dann können wir der Blutspur folgen. Dann können wir das mal noch fertig machen mit Brom. Und dann mache ich vielleicht heute hier den Schlussstrich. Mal schauen, wie lange das noch dauert. Sieht gut aus. Das freut mich. So. Verdammt. Also Gänsedinger brauchen wir auf jeden Fall für bestimmte Sachen. Steininventar ist voll. Schon Level 5. Geht ja doch ganz zügig voran mit dem Leveln. Okay, Folge der Blutspur. Dann müssen wir nochmal markieren. Da geht's lang. Wem gehört dieses Messer? Hat jemand Brom damit angegriffen? Aber dann wäre die Frage, wieso es mehr Blut zu sein. Dann und da führt von hier weg. Stecken lassen. Truthahn. Immer ein reichhaltiges Fleisch. Das hat man tatsächlich für einige von den Beutelgeschichten gebraucht. Das ist schon mal nicht verkehrt. Mit Wildschwein. Wo ich das wieder 5-mal getroffen habe. Da, ein Eimer. Hat jemand das Blut ins Lager gebracht? Die Blutspur endet hier. Aber der, von dem sie stammt, muss auch Spuren hinterlassen haben. Mhm.
Hat er auch. So, dann war das auch schon ganz gut, dass wir das hier mit dem Quest zusammen gemacht haben. Dann haben wir nicht umsonst so einen langen Weg. Weil ein Großteil vom Weg muss man eh laufen für den Quest. Starker Schneefall. Die Welt wird weiß. Also, was ich schon sagen kann, dass die auf jeden Fall deutlich aufmerksamer sind hier. Die entdecken einen viel, viel schneller. Das auf jeden Fall. Die suchen mich. Die machen immer so einen Ruf. Die machen halt hier diesen zweiteiligen Ruf. Die Plünderer haben ja ihren Löwenbrüllschrei gemacht. Das ist so ein bisschen wie wenn sie einfach ihren anderen zurufen, ja, nö, hier war nichts, ich breche die Suche ab, alles klar, tschüss. Der kommt nicht hierher, der Strolch. Pfeile sparen ist echt wichtig wegen den Ressourcen. Abgesehen davon, dass man eh einen Haufen Pfeile braucht, bis man die Viecher umgelegt hat. Zumal ich aber jetzt auch noch nicht so wirklich einen geilen Bogen irgendwie habe. Einen Standardbogen mit kaum Modifikationen. Gut, jetzt vielleicht ein bisschen eher. Sehr schön, dann können wir jetzt auch der Spur weiter folgen. Das hilft bestimmt weiter. Was für ein Echo hier. So verrückt. Da unten haben wir noch eine Heilpflanze, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, doch, die sieht eigentlich schon genauso aus, oder? Wobei aber Rost am Anfang ja gesagt hat, man soll... Was war das? Irgendwelche Knospen oder irgendwas von der Pflanze absammeln irgendwie? Also irgendwie nur ein Teil. Und die Pflanze, die man nicht aufheben konnte, die aber genauso aussah, die hatte die vielleicht nicht. Man weiß es nicht. Oder Früchte davon, Beeren davon oder irgendwas. Irgendwas hat er gesagt. Verdammt, hätten wir mal zugehört. Beeren, ja, das kann sein. Dann war die andere Pflanze vielleicht nicht mit Beeren gesegnet. Das nehme ich für unterwegs mit. Den konnten wir sie vorhin nicht ernten. Oh, Lagerfeuer ist immer gut. Wo ist es denn?
Hier rechts im Ort, okay. Oh, dann kann ich in dem Ort auch gleich mal gucken, ob da vielleicht noch so eine Dinger wieder rumstehen, wenn ich da überhaupt rein darf. Anscheinend nicht. Diese Figuren, die wir umhauen müssen. Diese Trainingsdummies. Nein. Kein Eintritt für mich. Ja, super. Na, ein bisschen besser gezielt, hey. Genau, und der Schuss trifft dann, ne? Das ist verrückt. Einfach nur so verzweifelt. Das Lager wohl von diesem Eberstamm? Zweifelt random hinterhergeschossen und das hat dann getroffen. Warum er jetzt noch einen Eberkopf auf den Schrein legt und so, als der Brom. Das war, warum soll sein Volk glauben, er sei tot? Und wozu den Schrein schänden? Also, dass er will, dass die glauben, dass er tot ist, kann ich ja noch nachvollziehen, aber das mit dem Schrein ist schon ein bisschen. Komisch, warum er das gemacht hat. Aber der Brom ist ja auch ein bisschen komisch. Was haben diese Plünderer denn da? Beinahe hätten sie mich gehabt, weil ich hier schon wieder so völlig sorglos durch die Gegend laufe. Rechts habe ich auch irgendwas gehört. Nur ein Wildschwein. Ach Gott, da hinten sind auch noch Maschinen. Eine patrouilliert hier. Vielleicht kommt er hier lang. Er kommt hier lang. Sehr schön. Hier war eben noch so ein blaues Zeichen, dass ich ihn hätte looten können. Und jetzt ist er weg. Der Loot auch. Er hat ihn erledigt. Dann war das wohl wenn der Brom. Ist er sehr geschickt mit dem Speer. Na gut, denn Skill hat ihm ja keiner aberkannt, ne? Also, gut, wir haben ja nur mit seiner Schwester geredet, aber dass er was kann, hat ja keiner bezweifelt. Er ist nur ein bisschen, hört halt Stimmen, ne? Achso, muss ich jetzt eigentlich hier eine neue Spur. Die da hinten haben wir auch schon wieder direkt bemerkt. Der für ein komischer Sprung. Ja, klar. Der sich um sich selbst dreht. Natürlich wieder ein bisschen Pfeile gekostet, aber ich habe Stufe 6 erreicht. Und nicht verkehrt.
So, einmal kurz hier noch die... Schon wieder. Das muss Arana sein. Und sie steckt in der Klemme. Ja, werden wir machen. Mit ihren Motivationssprüchen immer. Okay, soweit so gut. Ich guck mal gerade noch einfach nur der Vorsicht halber. Ne, ich habe keine Tutorial-Dinger. Okay. Oh, zwei ins Auge reichen jetzt. Deswegen bin ich hier. Und zum Blümchen pflücken. Danke. Ich dachte schon, die Wächter reißen mich in Stücke. Dein Vater schickt mich zu dir. Es ist Zeit, heimzukehren. Dachte ich mir. Aber ich kann nicht zurück, bevor ich nicht den Speer von diesem Plünderer habe. Dieser Speer scheint dir viel zu bedeuten. Meine Mutter hat ihn kurz vor ihrem Tod gemacht. Und mein Vater hat ihn einfach verloren. Einfach verloren. Das klingt so, als wäre er der letzte. Naja. Ich weiß. Aber ich ertrage es nicht, ihn nie wiederzusehen. Dein Vater ist krank vor Sorge um dich. Er sorgt sich schon, wenn ich kurz zum Austreten hinter einen Busch gehe. Der Gegentier. Er will dich bloß nicht verlieren. Ich weiß. Kann viel passieren hinter einem Busch. Ich wünschte, er würde nicht so oft schimpfen. Was hat dich auf diesen Baum verschlagen? Ich bin dem Plünderer zu Mutters Wiege gefolgt. Hab ihn sogar kurz gesehen. Doch da sah ein Wächter mich und rief seine Meute. Ach, Urmutter. Ich bin wohl eine zu schlechte Jägerin, um den Speer zurückzubekommen. Ich suche deinen Speer. Wirklich? Oh, danke. Such du deinen Vater. Sein Bein hat versagt, als er nach dir suchte, gleich südlich von Mutterherz. Oh nein. Oh doch. Okay, ich gehe sofort zu ihm. Nochmals danke. Okay. Lagerfeuer. Okay. Ja, wenn wir jetzt hier schon ein Lagerfeuer haben, dann mache ich jetzt doch mal jetzt schon Schluss. Doch wieder spät geworden. Deswegen. Das ist von dem anderen Durchlauf. Manuelle Speicherung Stufe 7. Ich glaube, das war mal so ein Testing. 16. genau. Dann können wir das nämlich überspielen. Sehr schön. Und dann sind wir mal für heute ja schon ein ganzes Stück vorangekommen. Also ich hoffe mal tatsächlich, dass hier momentan einfach noch gar nicht so viel Zeug liegt zum Scannen. Ich meine auch, dass hier echt, dass es hier noch nicht so war, dass hier so viele also Textaufzeichnungen oder sowas irgendwie gelegen hätten. Es war aber tatsächlich so, das hat man im anderen Spiel ja schon gemerkt, dass die Liste, wie man die befüllt, schon so ein bisschen räumlich sortiert sind. Also Dinger, die in der Nähe voneinander liegen, die sind auch irgendwie nacheinander in der Liste und so. Insofern kann man dann später nochmal, wenn man wieder was findet, mal ein bisschen gucken, ob man vielleicht hier nochmal suchen müsste oder so. Aber nun gut, dann war es das für heute und beim nächsten Mal geht's hier weiter. Bis dahin, ciao.